Genau, heute sprechen wir über ein Thema, das so spannend ist, dass es fast so viel Spaß macht wie, ich würde fast sagen, das Spielen selbst. Was bedeutet Spielen überhaupt und was hat Spielen mit Museum zu tun? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen und uns unter anderem oder vor allem aus kulturwissenschaftlicher Sicht nähern. Spiele, damit du ernst sein kannst. Denn das Spiel ist ein Ausruhen und die Menschen bedürfen, da sie nicht immer tätig sein können, des Ausruhens. Hier kommt das Spiel als Gegenstück der Arbeit und als Ausbruch aus dem Alltag zur Sprache. Sozusagen als nötiger Gegenpol, damit der Mensch im Gleichgewicht bleibt. Jede und jeder von uns ist scheinbar mit dem Spiel vertraut, da es notwendigerweise und ich würde sagen zum Glück auch einfach zum Leben mit dazugehört. Umso wichtiger und schöner ist es, dass Sie sich dazu entschieden haben, sich diesem Thema aus wissenschaftlicherer Sicht zu widmen. Das Spiel als Forschungsgegenstand zu hinterfragen und natürlich auch immer neu zu entdecken, auch aus historischer Sicht. Bevor wir direkt zur Definition des Spielens übergehen, möchte ich Sie bitten, uns an Ihren Erfahrungen mit dem Spielen teilhaben zu lassen und folgende Frage zu beantworten. Um hier auf die Frage, was Sie als Kind am liebsten gespielt haben, zu antworten, können Sie entweder den QR-Code scannen oder ich schicke in den Chat gleich nochmal den Link. Da können Sie dann einfach draufklicken. Ich versuche das mal. Mal schauen, wer schneller ist. Genau, hier trudeln jetzt nacheinander die Antworten ein. Sehr gut. Schöne Antworten. Ich würde es noch 20 Sekunden offen lassen und dann wieder rüber zur Präsentation gehen.
So, Sie sollten jetzt wieder die Präsentation sehen. Vielen Dank für Ihre, ja, für Ihre Antworten und fürs Mitmachen. Genau, ich habe mal ein paar Antworten rausgesucht. Ja, Ihre Antworten könnten nun im nächsten Schritt in Spielkategorien eingeteilt werden, beispielsweise wie Sie sie hier sehen. Allen Spielen, die Sie genannt haben, gemeinsam ist natürlich, dass sie Spaß machen und auch einen Lerneffekt mitbringen. Denn Spielen bedeutet evolutionsbedingt Lernen. Im englischen Sprachgebrauch wird zwischen Play und Game unterschieden, während im Deutschen die Begriffe Spiel und Spielen genutzt werden. Spiel wird daher näher beschrieben als eine Tätigkeit des Spielens, die entweder zweckfrei, sprich Play, oder aber zweckgerichtet, sprich Game ist. Wobei hier natürlich immer die Frage ist, eigentlich kann kein Spiel komplett zweckfrei sein, aber so sieht eben die gängige, ja, Einteilung, Kategorisierung oder Zuschreibung zu den Begriffen aus. Ja, Neugierde, Lernen und Spiel treten allerdings natürlich nicht von selbst auf. Voraussetzung hierfür ist ein entspanntes Feld. Dieses Feld bietet Anregung und gleichzeitig Sicherheit. Das heißt, man kann sich ausprobieren, ohne Folgen im echten Leben, ja, befürchten zu müssen. Ist dieser Rahmen gegeben, erfolgt das Lernen aus eigenem Antrieb und es sind keine weiteren externen Faktoren nötig. Der niederländische Kulturphilosoph Johan Huizinga beschreibt in Verbindung mit dem Spiel das Konzept eines magischen Kreises, also eines Magic Circle. Das heißt, in einem Spiel gibt es eine physische oder virtuelle Grenze, die die Welt des Spiels von der realen Welt trennt. Das Wesentliche ist, dass ein Spiel anders, also etwas anderes ist als die reale Welt und innerhalb des Magic Circle die Spielregeln eine andere Bedeutung haben als außerhalb. Innerhalb dieses magischen Kreises sind die Spielregeln wichtig und die Spielenden wollen sie natürlich befolgen. Die Frage nach dem Raum, was ich gerade gesagt habe und so weiter, wird sicher von verschiedenen Blickwinkeln aus unterschiedlich bewertet und verstanden. Hierzu gab es auch in meinem Kollegenkreis schon sehr spannende Auseinandersetzungen, nenne ich es mal, und ich freue mich schon auf Ihre Anmerkungen dazu dann in der Diskussion gleich im Anschluss. Ja, für uns jetzt natürlich die spannende Frage, gibt es diesen magischen Zirkel jetzt nicht auch im Museum? Wie im Spiel gibt es ja auch hier einstudierte, ja fast schon rituelle Handlungen und Verhaltensregeln. Man betritt das Museumsgebäude, Jacken und Taschen werden eingeschlossen, man soll leise sein, die Exponate andächtig begutachten, langsam von Vitrine zu Vitrine schreiten. So zumindest das Bild eines typischen Museumsbesuchs wahrscheinlich in unseren Köpfen. Ja, das heißt, wie in jedem Spiel wird eine Umgebung geschaffen, die letztendlich einen Ausbruch aus dem Alltag darstellt. Die Personen werden zu Museumsbesuchenden bzw. Spielenden, was ja eigentlich die perfekten Voraussetzungen sind, das Spiel im Museum zu integrieren, oder? Vor allem in den Bildungswissenschaften, aber auch immer mehr im Museum spielen Serious Games und die Gamification seit geraumer Zeit eine sehr wichtige Rolle. Der Einsatz von Spielen in der Vermittlungsarbeit birgt dabei enorme Chancen, wie wir gerade gehört haben, bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich, wie wir ebenfalls gerade gehört haben schon. Serious Games meinen im Grunde Spiele, die mehr im Sinn haben, als nur zu unterhalten. Das heißt, diese Spiele entführen die Spielenden in sichere, fiktive Welten, in denen reale Fragen und auch Probleme angegangen werden können. Dieses Spiel oder solche Spiele können auch ohne pädagogischen Zweck entwickelt worden sein und dann erst nachträglich einen bildungsrelevanten Zweck zugesprochen bekommen. Gamification bedeutet im Wesentlichen, dass spielerische Elemente, also zum Beispiel Belohnungen oder Levels, Punkte,
in Nicht-Spiele-Kontexte eingefügt werden. Und die Idee hierbei ist, diese spielerischen Mechanismen so zu nutzen, damit der Lerneffekt verstärkt wird. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, wir versuchen, das Lernen so unterhaltsam zu gestalten, dass es sich fast wie ein Spiel anfühlt. Als Beispiel so eines Serious Games kann ich Ihnen, also Serious Games im Museum vor allem, kann ich Ihnen das Spiel des Friedens im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster nennen. Dieses Spiel macht die Verhandlungssituation des Westfälischen Friedens von 1648 erfahrbar und es wurde 2015 sogar mit dem Deutschen Computerpreis als beste Innovation des Jahres ausgezeichnet. Das Spiel funktioniert so, dass bis zu 10 Teilnehmende als historische AkteurInnen direkt am Verhandlungstisch Platz nehmen, dort vor Ort in der Ausstellung. Und die Verhandlung an sich wird dann als Kartenspiel dargestellt, bei dem das gemeinsam angestrebte Ziel der Friedensschluss ist. Genau, wie Sie schon merken, Technik und Digitalisierung spielen also eine sehr wichtige Rolle, ist allerdings keine Voraussetzung. Das heißt, auch durch ein einfaches Quiz zum Beispiel kann die Gamification bzw. in dem Sinn das Spielerische einer Ausstellung erfolgen. Wenn natürlich auch wahrscheinlich in geringerem Maße. Wichtig dabei ist, dass der magische Zirkel auf das Museum und vor allem die physische Ausstellung immer ausgeweitet wird und dieser Bezug auch nie verloren geht. Die Herausforderungen, kann man so sagen, sind also gleichzeitig auch die Möglichkeiten. Das heißt, neben Kosten, inhaltlicher Gestaltung und Technik sollten die Spiele natürlich barrierefrei gestaltet sein und zum Mitmachen animieren, aber dabei nicht aufdringlich sein. Vor allem muss das Element aber inhaltlich zur Sammlung und auch zum Zweck des Museums passen, um eine ja, kohärente Erfahrung für die Besuchenden zu gewährleisten. Die Wahl einer intuitiven Benutzeroberfläche, Bedienungselementen und auch einer angemessenen Spieldauer macht hierbei natürlich vieles möglich. Ja, intuitive User Interfaces und der Einsatz bekannter Bedienungskonzepte, also beispielsweise Klicken, Scrollen oder auch ganz analog gedacht die Nutzung eines Spielsteins oder ja, kästchenweise sich fortbewegen, entscheiden dann am Ende darüber, ob das Spiel Anklang findet oder nicht. Ist es zu Hause natürlich noch möglich, ein etwas aufwendigeres Spiel, egal in diesem Fall ob digital oder analog, durchzuspielen, so sollte man im Museum innerhalb weniger Sekunden den Einstieg finden. Oder aber auf der anderen Seite die Besuchenden rechtzeitig darauf einstellen, ja, dass das Spiel eben auch länger dauern kann. Auch rein technische Punkte müssen beachtet werden, wie ich gerade schon erwähnt habe. Das heißt, ich muss mich fragen, möchte ich, dass die Besuchenden die eigenen Smartphones zum Beispiel benutzen? Ist die Beleuchtung hell genug, dass zum Beispiel Papierfragebögen oder Quiz ausgefüllt oder stationäre Spiele gespielt werden können? Oder sind zum Beispiel die Bildschirme der Spielstation viel zu grell eingestellt im Vergleich zur restlichen Beleuchtung? Um als Spiel zu gelten, sind natürlich diverse Faktoren von Bedeutung. Eine entscheidende Komponente ist die Veränderung des Spielerlebnisses. Das heißt, abhängig von meinen Handlungen im Spiel erfahre ich unterschiedliche Ereignisse. Das Erforschen von diesen möglichen Auswirkungen meiner Handlungen ist dann ein grundlegender Aspekt des Spiels. Wichtig ist hierbei natürlich, dass die Besuchenden gefordert, aber nicht überfordert werden, sprich das Spiel sich zwischen Langeweile und Überforderung, ja, positioniert. Stellen Sie sich vor, Sie müssten in einem Spiel Objekte finden, die nacheinander und mehr als auffällig in Vitrinen präsentiert vor Ihnen stehen, ohne sich groß anstrengen zu müssen oder ja, zu einfache Fragen beantworten. Oder aber auf der anderen Seite Informationen finden, die beispielsweise nur viel zu klein auf riesigen Texttafeln stehen, zu viel Vorwissen verlangen oder viel zu viele Schritte nötig sind, um dann erfolgreich die nächste Etappe zu erreichen. Ja, was ich damit zeigen will, ist, dass eine gute Balance zwischen Fähigkeitsanforderungen auf der einen Seite und Belohnungen auf der anderen Seite natürlich entscheidend ist.
Gut, wir wissen also jetzt, wie das Spiel im Museum aussehen sollte. Das Spiel. Wie wir vorhin bei Ihren Antworten auf die Frage nach dem Lieblingsspiel in der Kindheit gesehen haben, ist es schwierig, das Spiel zu definieren. Die nächste Frage: Gibt es denn Kategorien, die besonders für die Lernumgebung Museum geeignet sind? Hierbei muss man natürlich sagen, dass die Wahl der Spielkategorien sehr von den Zielen des Museums abhängt, sowie von der Zielgruppe und der Thematik der Ausstellung. Kategorien, die meiner Meinung nach gut für die Verwendung im Museumskontext geeignet sind, sind folgende. Erste Kategorie: Quizspiele. Was ist ein Quizspiel? Vereinfacht gesagt ist ein Quizspiel Frage und Antwort. Dient in erster Linie zur Wissensabfrage und ist besonders geeignet, um ja, Informationen aus der Ausstellung zu vertiefen und dazu zu ermutigen, sich intensiver mit den Exponaten und den Inhalten der Ausstellung auseinanderzusetzen. Faktenwissen aus der Ausstellung kann auf diese Weise natürlich überprüft werden. Und als Beispiel habe ich Ihnen das Quiz aus dem SMAK, also dem Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz, mitgebracht, in welchen Fragen zu Objekten aus jeder Ausstellungsebene beantwortet werden müssen. Und einzelne Buchstaben aus diesen Einzelantworten ergeben dann am Ende richtig sortiert ein Lösungswort. Genau. Dann die nächste Kategorie: Suchspiele. Hier wäre beispielsweise das Konzept der Schnitzeljagd anwendbar, also ganz einfach gedacht. Das heißt, diese Spiele ermutigen die Besuchenden, die Ausstellungsräume zu erkunden, um bestimmte Objekte und ja, Informationen zu finden. Auch zum Beispiel Escape Room-Erfahrungen sind beispielsweise möglich, die die Besuchenden vor Herausforderungen und vor Rätsel stellt. Als Beispiel möchte ich das MXM-Projekt am Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig erwähnen. MXM steht für Museum Ex Machina. Und diese App verwendet die Kamera eines Tablets, um der realen Umgebung digitale Komponenten hinzuzufügen. Auf diese Weise verschmelzen dann die Grenzen zwischen dem Ausstellungsraum und virtuellen Elementen wie zum Beispiel historischen Objekten und Persönlichkeiten. Ja, und die Gegenwart verschmilzt im Endeffekt harmonisch mit der Vergangenheit. Diese Codes, die Sie mit dem Smartphone, mit dem Tablet vor Ort scannen können, sind innerhalb der Ausstellung versteckt. Und man kann beispielsweise einen Koffer durchleuchten oder in einer DDR-Küche nach Gegenständen suchen, die dort eigentlich nicht hingehören. Also sehr zu empfehlen. Genau, als letzte Kategorie hier habe ich die Rollenspiele und Simulationen aufgelistet. Damit kann ein weitergehendes, systematisches Verständnis vermittelt werden. So können Rollenspiele oder Simulationen zum Leben in einer bestimmten Zeitepoche oder historischen Umgebung angeboten werden. Das ermöglicht es natürlich, die Inhalte auf eine sehr immersive Weise zu erleben, ist aber meistens natürlich auch zeitintensiver. Hier ist er nochmal an das Spiel des Friedens, was ich vorhin erwähnt habe, ja, verwiesen. Rekonstruktionen und auch Narrative ließen sich sehr vorsichtig ebenfalls zu dieser letzten Kategorie zählen, auch wenn diese natürlich nochmal eigenständige Charakteristika haben. Ja, durch Augmented und Virtual Reality wird zusätzlich natürlich vieles möglich. Die Frage ist hier aber vor allem, inwieweit der Spielcharakter auch immer gegeben ist oder ob es nicht eher eine Präsentation ist, die keine bis sehr geringe spielerische Elemente beinhaltet. Auch muss man sagen, dass die Kategorien natürlich nicht immer voneinander abgrenzbar sind, sondern ineinander fließen. Und bei der Auswahl des Spiels müssen neben den vorhin vorgestellten Herausforderungen auch immer die Fragen nach dem Grad der Digitalisierung des Spielcharakters, also wie viele ludische Elemente binde ich ein, und auch der gewünschten Immersion beantwortet werden. Mehr oder weniger präsent ist aber bei allen Kategorien die gesteigerte Interaktion zwischen Objekt und Besuchenden, aber auch zwischen den Besuchenden untereinander. Und hier ganz wichtig, auch generationenübergreifend. Genau, insgesamt sollte Engagement und Lernen gleich hoch gewichtet sein.
Wenn dies nicht der Fall ist, wird das Spiel bzw. der Museumsbesuch entweder zum reinen Lernprogramm oder aber zu einem gewöhnlichen Unterhaltungsspiel und das Museumserlebnis wird dann zum reinen Event. Ja, was bei der Auswahl nicht nur des Ausstellungskonzepts, sondern auch der Spielart ständig mitschwingen muss, ist natürlich auch die Frage, was überhaupt wie vermittelt werden soll. Denn die Art und Weise, wie ich ein Objekt präsentiere und wo ich dieses innerhalb der Ausstellung positioniere, sagen bereits sehr viel aus. Ja, auf dieser Folie sehen Sie einen Alltagsgegenstand. Ich gehe mal davon aus, wir kennen diesen Gegenstand alle. Genau, nehmen wir diese Tasse. Wie ich schon gesagt habe, ein Alltagsgegenstand, uns allen eigentlich bekannt. Als Gefäß für, sagen wir, Kaffee oder Tee erfüllt sie im Alltag natürlich einen bestimmten Zweck, eine Rolle. Wird sie dann in den musealen Raum transferiert, wird dabei dann plötzlich mehr. Sie steht für etwas, erfährt zusätzliche Bedeutung und im Endeffekt auch immer eine Wertung. Beispielsweise kann ich diese Tasse unter verschiedenen Blickwinkeln begutachten. Zum Beispiel das Material, Porzellan, handwerklich, Porzellanherstellung, künstlerisch, wenn ich mir die Bemalung genauer anschaue, kulturgeschichtlich, als Symbol für das Kaffeetrinken, als Ritual, die Kaffeekultur oder. Und genauso ist das Spielbrett ja nicht nur eine Pappe, sondern wird zur Stadt und man läuft fast selbst als ein buntes Spielhütchen die Spielfelder ab, um dann am Ende ins Ziel zu gelangen. Ebenso wenig wie das Spiel gibt es auch nicht das Museum. Allerdings sind ihnen allen die musealen Aufgaben gemeinsam, die da wären: sammeln, bewahren, forschen, ausstellen, vermitteln. Je nach Ausrichtung, Inhalten und Ziel der Ausstellung ergibt sich auch die Auswahl und Art an spielerischen Vermittlungsmöglichkeiten. Interaktive und partizipative Elemente der Wissensvermittlung werden dann natürlich auf die Zielgruppen ausgerichtet. Oftmals wird dabei zunächst an die Kinder gedacht. Die Angebote werden aber in der Regel auch mit sehr großer Begeisterung von den Erwachsenenbesuchenden in Anspruch genommen. Das heißt, man misst sich spielerisch mit anderen, interagiert mit den Objekten und natürlich auch untereinander. So werden dann sehr prägende Museumserlebnisse und auch nachhaltige Erkenntnisse geschaffen, die durch Erinnerungen und Verknüpfen auch mit Emotionen weit über den Besuch hinausgehen und auch nicht unbedingt enden, wenn das Gebäude verlassen wird. Kurzum, der Raum und das Museumserlebnis können durch Spiele, analog wie digital, erweitert werden, Erlebnisse und emotionale Bindungen geschaffen werden, wodurch einerseits die Besuchenden spielend lernen und andererseits das Museum seiner Aufgabe der Bildung und Vermittlung gerecht werden kann. Da wird die Ausstellung fast zum Kinderspiel. Und nun freue ich mich auf eine spannende Diskussion.